In wenigen Tagen startet die internationale Luftwaffenübung Air Defender, die überwiegend in und im Luftraum über Deutschland stattfindet. Daran beteiligt sind mehr als 10.000 Soldatinnen und Soldaten sowie rund 250 Flugzeuge aus 25 Staaten. Laut Luftwaffengeneral Ingo Gerhardt sind zwar fast alle NATO-Staaten und auch einige weitere Nationen beteiligt, es handle sich aber nicht um ein NATO-Manöver, sondern um eine, Zitat, deutsch geführte Übung, für die die Bundeswehr die Verantwortung übernommen habe. Rund 2.000 Flüge sind demnach in dem knapp 10-tägigen Übungszeitraum bis zum 23. Juni geplant. Szenarien, die wir bei dieser Übung trainieren werden, ist zum Beispiel der Kampf gegen Drohnen und Marschflugkörpern, die man natürlich auch aus der Luft bekämpfen kann. Wir haben Szenario dabei, Schutz von Städten, Flughäfen, Seehäfen. Wir haben einen Flugplatz, den wir auch anfliegen werden, zur simulierten Evakuierung von Staatsbürgern. Im Übungszeitraum muss in Deutschland auch mit Behinderungen im zivilen Luftverkehr sowie zusätzlichem Fluglärm gerechnet werden. Diese Übung wird beendet sein, bevor das erste Bundesland hier in die Schulsommerferien geht. Ich kann hier auch schon mal ein riesen Dankeschön an die Deutsche Flugsicherung schicken, die all diese Maßnahmen jetzt vorbereitet hat. Und wenn alle Maßnahmen greifen, insbesondere die Verlängerung der Betriebsöffnungszeiten der zivilen Flughäfen, hoffe ich, dass die Auswirkungen auf den zivilen Luftverkehr eher gering sein werden. Wir werden hoffentlich keine Ausfälle haben. Wenn wir Verspätungen haben, dann hoffe ich, dass sie im Minutenbereich sein werden. Ja, es mag vielleicht auch hier und da mal eine Verspätung geben, aber Sicherheit gibt es nicht zum Nulltarif. Die Übung wurde 2018 und somit lange vor dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine geplant.